Feuerwehrleute eilten am Donnerstag zu einem brennenden Gebäude in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Nach einem russischen Raketenangriff war nach Angaben des Rettungsdienstes ein 25-stöckiges Wohngebäude teilweise zerstört worden. Es habe mehrere Verletzte gegeben, hieß es. Der Angriff soll weniger als eine Stunde nach dem Ende einer gemeinsamen Pressekonferenz von UN-Generalsekretär Antonio Guterres und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky stattgefunden haben. Die Einschlagstelle der Raketen soll nur 3,5 Kilometer vom Ort der Pressekonferenz entfernt gewesen sein. Guterres zeigte sich nach den Angriffen geschockt. Zelensky warf der russischen Regierung vor, die UN demütigen zu wollen. Der Angriff erfordere eine angemessene, starke Reaktion, sagte Zelensky. Laut ukrainischen Angaben war die Stadt erstmals seit rund 2 Wochen mit Raketen beschossen worden. Zuvor hatte in Kiew eine relative Ruhe geherrscht, seitdem es den russischen Truppen nicht gelungen war, die Stadt einzunehmen und sie sich vor einigen Wochen zurückgezogen hatten.